Denk an deinen Schöpfer, solange du noch jung bist, ehe die schlechten Tage kommen und die Jahre, die dir nicht gefallen werden. Dann verdunkeln sich dir Sonne, Mond und Sterne, und nach jedem Regen kommen wieder neue Wolken. Dann werden deine Arme, die dich beschützt haben, zittern, und deine Beine, die dich getragen haben, werden schwach. Die Zähne fallen dir aus, einer nach dem anderen. Deine Augen werden trüb und deine Ohren taub. Deine Stimme wird dünn und zittrig. Das Steigen fällt dir schwer, und bei jedem Schritt bist du in Gefahr zu stürzen. Draußen blüht der Mandelbaum, die Heuschrecke frisst sich voll und die Kaperfrucht bricht auf, aber dich trägt man zu deiner letzten Wohnung. Auf der Straße stimmen sie die Totenklage für dich an. Genieße dein Leben, bevor es zu Ende geht. Wie eine silberne Schnur zerreißt oder eine goldene Schale zerbricht, wie ein Krug an der Quelle in Scherben geht oder das Schöpfrad zerbrochen in den Brunnen stürzt. Dann kehrt der Leib zur Erde zurück, aus der er entstanden ist, und der Lebensgeist geht zu Gott, der ihn gegeben hat. Willkommen im Podcast Pottwahl 52. Heute sind keine Mainzer hinterm Mikrofon, sondern Würzburger und Nürnberger Studierende und Anne aus Mainz, die uns unterstützt. Ich bin Paula, ich studiere Musiktheorie in Würzburg und habe mir für den Podcast heute jede Menge Hilfe geholt. Zunächst gibt es Menschen, die mir im Laufe des Podcasts Fragen stellen werden. Hallo, ich bin Katrin, ich studiere in Würzburg Gitarre. Hallo, ich bin Shion, studiere Komposition an der Hochschule für Musik Nürnberg. Vielen Dank. Dann gibt es noch etwas ganz Besonderes heute im Podcast. Extra für euch wurden ein paar Hörbeispiele eingesungen von Anne und Miriam. Hallo, ich bin Miriam, ich studiere Gesang an der Hochschule für Musik Nürnberg. Hallo, ich bin Anne, ich bin aus Mainz. Vielen Dank für euer musikalisches Geschehen. Dann gibt es noch jemanden, der heute beteiligt ist, nämlich Thomas. Thomas ist Schauspieler aus Kassel und hat sich bereit erklärt, den Bibeltext für euch einzulesen. Alle anderen Musikbeispiele stammen vom Orpheus Vokalensemble unter der Leitung von Gary Graydon. Die Aufnahme ist in den Fußnoten verlinkt. Ich möchte euch und alle Zuhörenden mitnehmen auf eine Gedankenreise in den hohen Norden. In den Norden Schwedens, zwischen lauter, düstere Wälder, in den dunklen Winter. Der Himmel ist verhangen, vielleicht weht sogar ein schneidender Wind, gemütlich ist es jedenfalls nicht. Dort steht auch ein altes Klostergebäude, das wir schlicht und ehrwürdig beschreiben können. Im Kreuzgang, da ist es schattig, zugig. Vielleicht ist nur ein fahles Licht zu sehen, an den Wänden hängen Spinnenweben. Und alte Männer in langen Kutten rezitieren Jahrhunderte alte Psalmen. Wie kommt es zu diesem Bild? Dieses Bild hängt mit dem Stück zusammen, mit dem wir uns heute im Podcast beschäftigen wollen. Und zu den genauen Gründen, warum ich dieses Bild so empfinde, kommen wir im Laufe des Podcasts immer wieder zurück. Vielleicht kannst du die Komposition für uns erstmal allgemein einordnen. Gern. Der Komponist Michael Waldenby ist 1953 in Schweden geboren. Er hat in Stockholm studiert und schreibt vor allem geistliche Musik für Chor a cappella oder für Chor mit Begleitung. Viele Stücke sind auch auf Schwedisch, was vielleicht ein Grund ist, dass wir ihn hier im deutschsprachigen Raum nicht so gut kennen. Im Internet ist sowieso relativ wenig Informationen über ihn verfügbar. Also es gibt keine Interviews, eine nicht besonders ausgiebige Wikipedia-Seite, keine Videos, in denen er über seine Stücke oder über seine Kompositionstechnik spricht. Das Stück, mit dem wir uns heute beschäftigen, kommt aus einem Zyklus, nämlich dem Liber Ecclesiastes,
also dem Buch der Kirchengesänge für achtstimmigen Chor. Memento Creatoris Tui ist aus dieser Sammlung die Nummer 5. Der Text kommt aus der Bibel, und zwar aus Prediger 12, 1-8. Wir haben zu Beginn des Podcasts schon die Übersetzung aus der Hoffnung für alle gehört. Eine ganz schön schreckliche Geschichte über das Altern und eine Ermahnung, sich nicht erst in schlechten Zeiten an Gott zu wenden. Der biblische Text ist vielleicht ein erster Hinweis auf das Bild, das unsere Gedankenreise hervorgerufen hat. Priester in alten Gewändern mahnen, Gott nicht erst im schrecklichen Alter treu zu werden. Das Beispiel, das wir gerade gehört haben, ist der allererste Beginn der Komposition. Im Prinzip besteht er aus zwei Schichten. Die erste Schicht ist der Sopran. Er kommt aus dem Nichts, ist super leise, ein gläserner Ton, der einfach stehen bleibt. Memento, bedenke oder denke an Gott, deinen Schöpfer. Eine stehenbleibende, dauerhafte Mahnung. Die zweite Schicht, die Altstimmen, arbeitet hauptsächlich mit repetierten, also mit wiederholten Tönen. Es gibt relativ wenig Änderungen in der Tonhöhe, also einen recht kleinen Gesangsambitus, sodass man den Eindruck hat, es ist beinahe an die Sprechstimme angelehnt. Die Technik, zwei Stimmen einfach parallel zu führen, die nennt man Gimmel. Das kommt von Gemellus, der Zwilling, ein Begriff, den man sonst hauptsächlich von Sternzeichen kennt oder aus dem Lateinstudium. Diese historische Technik ist vielleicht auch wieder ein Hinweis auf unser altertümliches Bild. Was ist daran historisch? Daran historisch ist die Satztechnik. Es ist eine relativ simple Form der Mehrstimmigkeit, die man sich ja auch improvisiert vorstellen kann, zum Beispiel als zweite Stimme für ein Volkslied. Zwei Stimmen verlaufen die ganze Zeit streng parallel, wie hier in Terzen. Nicht so historisch ist die Art, wie mit dem Tonmaterial umgegangen wird. Denn die Oberstimme führt sogenannte Chromatizismen ein, also eine hinzugefügte Tonhöhe in ein eigentlich viel schlichteres Stück. Das probieren wir einmal aus. Mirjam und Anne singen uns einmal vor, was da eigentlich steht. Memento creatoris tui. Im 16. Jahrhundert würde das vielleicht noch etwas anders klingen, denn der Tonvorrat war damals noch kleiner. Memento creatoris tui. Wow, das macht ja doch einen ganz schön großen Unterschied. Ja, man merkt schon, diese kleine Veränderung im Tonvorrat erzeugt die ganz eigene Klanglichkeit des Stücks. Und plötzlich ist völlig klar, das ist kein Renaissance-Stück mit einem historischen Gimmelsatz, sondern schwedische Chormusik der Moderne. Diese Gimmeltechnik ist eine Schlüsseltechnik des ganzen Stücks. Sie taucht immer wieder in mehr oder weniger verfremdeter Form auf, zum Beispiel als Rezitationston wie im nächsten Beispiel. Das kennt ihr ja vielleicht aus großen Kirchen, in denen die Psalmen in der Liturgie noch gesungen werden. Die Rezitation von Psalmen ist auch eine historische Idee. Sozusagen eigentlich praktisch, um schnell viel Text unterzubringen. Vielleicht in diesem Stück auch ein Faktor. Die mittlerweile ja recht vertraute Zweistimmigkeit wird schon nach wenigen Takten durch eine dritte Stimme ergänzt. Sie folgt anderen Regeln. Sie läuft nicht parallel zu den Stimmen, die wir schon kennengelernt haben, sondern im Prinzip bleibt sie hauptsächlich auf einem Ton liegen, den sie nun mit ganz minimalen Schritten verlässt. Außerdem ist in diesem Hörbeispiel noch was anderes neu. Die Stimmen bewegen sich jetzt in viel größeren Tonschritten und haben in die Noten eingezeichnete Akzente, deren Ausführungen man in der Aufnahme auch hören kann. Der Rhythmus, mit dem alle Beispiele losgehen, ist immer gleich. Zufall? Nein, ich glaube, der Rhythmus ist ein Wiedererkennungsmerkmal. Vielleicht das Kernmotiv und sicher das Verbindungsglied, mit dem alle Formabschnitte verbunden werden. Es
kommt so oft vor, dass es auch auffällt, wenn das Motiv mal eine Weile nicht auftaucht. Wir kennen schon zwei Möglichkeiten, wie das Motiv eingesetzt werden kann. Im zweistimmigen Dümmel-Satz und im Dümmel mit hinzugefügter dritter Stimme. Es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten. Ein Beispiel wäre ein homophoner Satz in der Sechsstimmigkeit, also alle Stimmen folgen demselben Rhythmus. Wobei in dem Beispiel auch ganz deutlich wird, dass die Akkordverbindungen sich nicht aus der Renaissance speisen. Vielmehr erinnern sie an Filmmusik mit ihren harmonischen Wechseln. Direkt nach dem homophonen Abschnitt habt ihr schon den nächsten Formteil gehört, ein imitierender Abschnitt. Eine Stimme macht was vor, alle anderen Stimmen beziehen sich darauf. Auch das werden uns Anne und Mirjam einmal vormachen. Imitationen, wie sie hier vorkommen, sind ja auch historisch gewachsen. Man denke nur an Motetten aus dem 16. und 17. Jahrhundert oder an Fugen von Bach. Das heißt, auch hier wird wieder auf unser Bild angespielt von Priestern oder Mönchen in einem alten Gebäude. Das Hauptmotiv mit der Punktierung wandert hier wieder in eine ganz neue Funktion, nämlich in die Begleitung. Dadurch entsteht ein liegender Klang in den Männerstimmen. Eine sogenannte Bordun-Quinte, wie sie aus der folkloristischen Musik bekannt ist, vielleicht vor allem vom Dudelsack. Auch hier wird sie nicht einfach in ihrer Reimform verwendet, denn der obere Bass verlässt die Bordun-Quinte immer wieder durch ganz kleine Tonbewegungen und erzeugt damit die Waldenby ganz eigene Klangsprache. Dieses Motiv verschwindet eigentlich erst am Schluss, oder? Ja, und dadurch sticht der Schluss auch ganz besonders hervor. Überhaupt ist er so besonders, dass man ihn unbedingt ganz genau angucken muss. Denn er hat eine ganz andere Struktur, ein anderes Tempo. Er ist überzeichnet mit lento assai, sehr langsam, mit largamente, langsam und am Schluss sogar noch mit einem ritardando. Zusätzlich dazu werden plötzlich viel langsamere Notenwerte verwendet, das heißt im sowieso schon langsameren Tempo auch noch verlangsamte Notenwerte an sich. Und zusätzlich dazu sind plötzlich Stimmen in Oktaven gekoppelt. Das ist auch eine uralte Technik, die in Klöstern oft verwendet wurde. Wir hören dafür ein historisches Beispiel eines Organums, um uns in die Klanglichkeit einmal einzufühlen. Der Schluss des Stücks ist mächtig, erhaben. Die Stimmen haben einen großen Ambitus, die Dynamikanweisung ist forte. Zusätzlich gibt es noch eine weitere Steigerungsebene. Der Stimmeinsatz erfolgt von tief nach hoch. In den tiefen Bässen wieder eine Stimmkopplung in Quinten, eine Bordun-Quinte. Nach dem größten Höhepunkt gibt es plötzlich ein Decrescendo. Der Geist entschwebt. Die Stimmen dünnen sich aus. Dabei gehen die tiefen Stimmen, verbunden vielleicht mit irdischen Begebenheiten, zuerst weg. Die hohen bleiben übrig. Dadurch entsteht der Eindruck einer Aufhellung, eines Entschwebens, ein Verklärungsmotiv. Ganz zum Schluss eine Eigentümlichkeit dieses Stücks. Der Alt bleibt einfach übrig und liegt deutlich länger auf seinem Schlusston. Vielleicht ist es Ausdruck des letzten Verweilens der Seele auf der Erde. Also alles auf Anfang. Kannst du nochmal zusammenfassen, wodurch das Bild vom Anfang, also die alten Mönche in ihren Kutten im nordeuropäischen düsteren Kloster, entsteht? Ich kann es versuchen. Zuerst ist da der biblische Text, der ja schon ohne irgendeine Zutat an jahrhundertealte Traditionen erinnert. Außerdem verwendet Waldenby ziemlich viele historische Techniken,
den Dümmelsatz, also zwei parallel geführte Stimmen, die Möglichkeit der Bordunquinte und das Unterbringen von viel Text durch Rezitation auf einem bleibenden Ton. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist eigentlich die Besetzung, die ja auch total gut in klösterliche Begebenheiten passt, Chor a cappella. Bevor unser Podcast mit dem Entschweben des Geistes und auch den letzten Takten der Komposition endet, möchte ich mich bedanken bei allen, die dazu beigetragen haben, bei Katrin und Shiyun fürs Fragen stellen und bei Anne und Mirjam fürs Einsingen der Hörbeispiele. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei, das Stück einmal im Ganzen anzuhören. Den Link dafür findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank, liebe Mainzer, dass wir Teil eures Podcasts sein dürfen. Und bis bald, eure Paula.